Flying Turtle Software. Der sieht lustig aus. Der nicht so. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier zu einem neuen Let's Play von mir, von der Draki. Wir wandeln im Dunkeln. Wir fangen heute an mit A Walk in the Dark. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, als ich ein bisschen was zum Spielen gesucht habe und mir dachte, Mensch, was zum Spielen, wäre mal wieder schön, was Schönes zum Let's Playen. Hänge ja jetzt schon ein bisschen ewig an Helia rum, aber das macht gar nichts. Können wir ja parallel laufen lassen. Ich schau mal, das Spiel hat ein bisschen Limbo-Look, nur ein bisschen bunter. Und ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen jetzt einfach mal an. Oh, ein Mädchen. Oh, das gruselige Vieh von eben. Oh, das gruselige Vieh von eben klaut unser Mädchen. Und das ist eine Katze. Ja, damit geht es dann offensichtlich auch schon los. Ich ahne ja schon fast, wir müssen unser Mädchen hier retten. Das kleine Mädchen. Wir sind eine Katze. Und das findet Bibi gar nicht gut, wie ihr hört. Aber das macht gar nichts. Denn auch Katzen können nette Tierchen sein. Hui, ich muss hier kriechen, hüpfen, springen. Hui, hoppala, ich habe mir auch vorhin ein bisschen die Steuerung schon angeguckt. So, das war ein großes Level, schön zum Üben. Ach, guck mal, ich war nicht innerhalb der Zeit, das ist ja schlecht. Aber dafür habe ich den Shiny Catcher bekommen, was auch immer das heißt. Naja, sollen wir es nochmal probieren oder sollen wir weitermachen? Also machen wir einfach mal weiter. Ich bin ja mal gespannt, was hier noch so kommt. Bis jetzt sieht das ja relativ unspektakulär aus. Ich hab's aber... Das Spiel kann man leider auch wieder nicht mit einem Controller spielen. Das heißt, ich muss mich hier irgendwie zurechtfuchteln mit der Tastatursteuerung. Und ihr wisst, die Draki ist gar nicht so der große Tastaturspieler, weil Draki am liebsten mit Controllern spielt. Und am liebsten ein... Steuerkreuz und... Ach, schon wieder nicht in der Zeit. Meine Güte. 15 Sekunden hätte ich nur brauchen dürfen. Ja, du... Püpp. Die Draki spielt ja am liebsten mit Steuerkreuz und 2 bis 4 Knöpfen. Ich brauche gar nicht ausprobieren, was passiert, wenn ich darauf springe, um zu wissen, dass das nichts Gutes ist. Denn in keinem Jump'n'Run sind Stacheln... Hahaha. Oder Kreissägen etwas Gutes. Also jedenfalls selten für den Protagonisten. Es sei denn, der Protagonist ist ein mit einer Kreissäge bewaffnet, das irgendwas. Oh, hat wieder nicht in der Zeit. Ein paar Hundertstel drüber. Ja, das ist hier alles ein bisschen levelbasierter. Das ist nicht so hier Open World-mäßig wie Limbo. Also Open World ist ja Limbo auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht so fortlaufend. Ups, nee, ein bisschen zu gierig. Lalala. Naja, probieren wir es nochmal. Lalala. Hopp, hopp, hoch da. Hoch, hoch, hoch. Springen, hüpf. Springen, hüpf, lauf. Ja, und zu kurz. Ich will das shiny Ding da. Ich will das Leuchte-Dings. Ne, Katzen stehen ja auf alles, was leuchten. Das sind bestimmt alles so Laserpointer-Lichter hier. Trau mich nicht. Ah, hab's. Jetzt aber schnell weiter, damit wir jetzt diesmal vielleicht auch in der Zeit bleiben. Hui, 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 oha. Weiter geht's. Und. Ach Mann, ey. 3 Sekunden drüber. Es wird noch besser. Wir schaffen das hier nochmal irgendwann Level in Zeit zu machen. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch einen Run, wo ich versuche, alle Level in der Zeit zu schaffen. Ich möchte da nicht... Ich habe es fast geahnt. Dass es nicht gut ist, auf das Vieh drauf zu springen. Nee, geh weg. Böses Stachelschwein. Böses Stachelschwein. Lass mich in Ruhe. Das ist aber ein sehr seltsamer Wald. Ich meine, die Stachelschweine, die verstehe ich ja noch irgendwo. Aber die Kreissägen? Ja. Hopp. Ah! Puh. Zu langsam. Ich habe aber auch ein bisschen Schiss vor den Viechern. Das sollte ich vielleicht lassen. Denn wie jeder Jump'n'Run-Spieler weiß, Schiss vorm Springen zu haben, ist das Tödlichste in einem Jump'n'Run überhaupt. Weil dann springt man zu kurz, weil man nicht schnell genug durchläuft und nicht schnell genug springt und überhaupt und generell. Hopp. Hahaha, hab ich euch. Guck mal, ich bin viel schneller als die. Uah! Mann, ich dachte, du seid zu zweit da und das ist ja unfair. Jetzt teilen die sich schon auf, um mich zu jagen. Hui, hui. Hallo. Huppi.
Huppe. Aua, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen. Ich will mir aber nicht den Kopf stoßen. Ich will das Leuchteding und am besten trotzdem das Ding hier noch in der Zeit schaffen. Aber das sieht gerade ganz schlecht aus. Ich stelle mich hier gerade massiv doof an, aber es ist auch so, ist ja auch so das erste Level. Upsi. Also das heißt das erste, das ist so jetzt der Anfang hier. Das erste Level, in dem mal so ein bisschen Skill gefragt ist. Upsi, aua, da bin ich umgerannt. Yay, hüpf, hüpf, spring. Ah, zu kurz gelaufen. Ah, schade. So, geht's jetzt wieder? Irgendwie hat's hier gerade kurz gehangen. Manchmal starte einfach nochmal neu. So. So, weiter. So, jetzt probieren wir es nochmal hier mit dem blöden Stachelschwein. Ja, du hast mich noch nie gekriegt. Du kriegst mich auch jetzt nicht. Ja! Ha! 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 Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie episch ich da gejumpt bin und wieder nicht in Zeit geschafft habe. Naja. Aha. Ach, jetzt bin ich das Mädchen. Huch! Naja, plumpsen wir mal hier durch, ne? Ja, okay. Gut. Hoppala! Was zum Fick? Wechselt die immer beim Springen hier die Oberfläche? Offensichtlich. Oder scheinbar zumindest. Hopp, hopp, hopp. Hopp, ha! Hui! Okay, das Mädchen scheint irgendwie, was weiß ich, entführt worden zu sein oder... Ja. Sah ja ganz danach auch aus, als wenn das... Hupsi, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. als wenn das große Ding das Mädchen da einfach mal so mitgenommen hat. Dieses komische Knochenviech, was wir da am Anfang schon gesehen haben. So, das ist aber irgendwie cool hier mit dem... Hups, da, so weit drüben. Ich sollte vielleicht weniger quatschen, aber dann würdet ihr vielleicht auch nicht so zugucken. Das, ich weiß nicht. Das Quatschen lenkt mich immer so ab beim Spielen. Ich mache irgendwann bloß noch so Let's Shows, so ohne Quatschen und so. Das ist am besten. Und dann... Wow, 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 lalala, lalala. Tapada. Nein, nein, nein. Ich kann auch nicht abbrechen, wenn ich hier einmal hochfliege, ne? Das ist ja kacke. Ist ja doof, meine ich. Also, unschön. Also, ne? Ich würde ja niemals solche Worte in den Mund nehmen, die ihr gerade gehört habt. Hupsi. Da. Machen wir auch einen Quatsch. Ich spiele ja einen Quatsch zusammen. Das liegt aber auch nur daran, dass ich hier die ganze Zeit am Reden bin. Jawohl. So, 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 jetzt hoch, jetzt runter, jetzt weiter runter und jetzt so, haha, geht doch. Ha, ha, wie, kein Shiny Catcher, ja logisch, klar, aber hier waren ja auch gar keine Shinies, verstehe ich nicht. Na gut, dann halt nicht. Hoppala, bin ich jetzt, ah, da bin ich. Hopp. Hopp. Ui. Das war aber. Oh, guck mal hier. Sogar in der Zeit. In der Zeit. Meine Fresse. 2 Sekunden schneller als vorgegeben waren, sozusagen. Hupala. Da hätte ich runtergemusst. Sehe ich gerade. Ja, man muss ja auch so ein bisschen nach dem Try-and-Error-Prinzip spielen, weil das ist halt so ein bisschen. Ja, jetzt hänge ich fest. Ja. Gut, da wäre ich auch nicht mehr rausgekommen. Muss ich auch ein bisschen am Try-and-Error-Prinzip spielen, weil man ja teilweise auch gar nicht so richtig weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich, wo muss ich denn jetzt hier lang und überhaupt und generell. Aber ich denke, das sieht jetzt gerade so ganz gut aus. Hui, wieder Level completed. Och Mann. Oh, und 600stel zu langsam. Oh, das ist ja wohl nicht wahr. Weiter geht's hier. Aha. Das sieht jetzt mal mega fies aus hier. Ha. Upsi. Jehu! Wieso lass den jetzt bitte? Schade. Aber jetzt weiß ich ja schon mal so langsam, wie es hier lang geht. So, hopp. Ah, nein, das war zu schnell. So, hopp. So, weil richtig Skill ist ja nur, wenn man das hier schnell macht. Oh, nee. Das Runtergehänge war jetzt aber fies da. Ups.
Dann rack jetzt mal ganz ruhig hier, ne? Ganz ruhige Hand. So. Ah, fügen. Haha. Hui. So. Och, Mann. Da muss ich noch ein bisschen ruhiger werden mit meinen Fingerchen. Hahaha. Ha. Hahaha. Ha. Ha. Schade. Und nochmal. Merk. Und nochmal. So. So, 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 so. Ha. Not that nervous, Drucky. So. Yep. Yep. Ah, ganz cool bleiben, ganz cool bleiben, ganz cool bleiben. Oh. Ah, das Ziel. Ja, dass ich das nicht in der Zeit geschafft habe, war jetzt irgendwie klar. Das hätte ich mir jetzt fast selber denken können. Und wieder zurück im Wald. Na gut. Upsi. Du bist doch bestimmt auch nicht nett. Die Frage ist nur, springe ich über dich drüber oder krauche ich unter die durch? Ah, drunter ist schlechter. Hip, hip, yeah, huhu. Upsi. Hui, hui. Jetzt machen wir mal hier Speedrun, juhu. Ich glaube, das wäre sogar ein ganz cooles Speedrun-Spiel so, weil, ne? Muss man mal ein bisschen schneller sein und so. Und ich habe Facebook offen gelassen, das ist jetzt gerade ein bisschen uncool. Ne, aber hier so ein bisschen so Skill und so. Und ja, da hätte ich jetzt wegspringen müssen. Yeah, uff. Ja, doch, das sollte ich vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht im Disclaimer vorschlagen als Speedrun-Spiel. Springen hätte es geholfen, Draki, springen. Hoppala, hallo. Ah, nee, das war jetzt irgendwie, was war das denn? Das war jetzt mal episch. Episch gefailed. Episch. So, und nochmal. Ich will ja das Leuchtedings da sammeln, weil wenn ich schon, ha, hast du das gesehen? Wenn ich schon hier nicht die In-Time-Dinger kriege, dann will ich doch wenigstens den Shiny Catcher haben, ne? Ja, eine Sekunde 20 zu langsam. So eine. Pieps, pieps. Upsi. Achso, ja. Krauchen wäre hier. Übrigens, ne, für irgendjemanden, der sich das fragt, Krauchen wäre hier die Antwort gewesen. So, und jetzt aber mal da hoch. Los, spring hoch da. Ach nee, nicht dagegen, da hoch. Upsi. Och, das ist jetzt aber nicht euer Ernst hier. So, hopp. Hopp. Ach, das gibt's doch nicht. Hopp. So, das ist natürlich jetzt fies, weil sobald ich hier einen falschen Schritt mache beim Hochspringen, springe ich quasi in die... Oh mein Gott, ihr seid doch bestimmt auch nicht nett. Ah, ich hab's mir gedacht. Springe ich hier in die Stacheln rein und das ist natürlich mega scheiße, wenn ich in die Stacheln reinspringe. Hups, das war jetzt aber wirklich... Also meiner Meinung nach, ne, war das noch definitiv unter den Stacheln. So, liebe Leute, dann fliegt mal los. Los, flieg mal. Lass mich in Ruhe. Nein! Ah! Scheiße, es hat mich gebissen. Das ist mich eine Vampirkatze. Vampirkatzen sind aber bestimmt auch eine coole Sache. Wir saufen dann nur das Blut von... Ach, die kommen nur gerade runter einmal kurz. Na, das ist natürlich interessant zu wissen. Yep. Dann spring doch da hoch. Eben hast du es auch gemacht. Ja, hab dich doch nicht so. Ach, Mann. Zu spät, zu früh gesprungen. Zu früh oder zu spät? Ich weiß es gar nicht. Och. 1, 2, 3, jetzt machen wir das wieder ordentlich hier. Hopp und hoch. Und hey! Hallo. Los, spring mal runter. Nein! Ach, ich hab gedacht, ich hab eine kurze Pause, wenn der immer unten war. Das ist ja kacke. Oh, habt ihr das gesehen? Das war doch mein Skillsprung. Haha. Und jetzt ducken. Und schnell weiter. Na, na, na? Schnell durch. Ha! Ja, es ist wieder garantiert. Ja, war klar. Boah, 5 Sekunden zu langsam. 5 Sekunden ist schon ganz schön viel. Au! Ja, da jetzt in der Mitte landen wird natürlich auch ein bisschen tricky.